Es ist ein neuer HMD auf dem Markt und der ist auch schon bei mir und wir werden uns den jetzt zusammen angucken. Es ist aber nicht ein weiterer Edelstahl-HMD. Davon gibt es ja mittlerweile viele auf dem Markt. Der ein oder andere würde sagen, das Edelstahl-HMD-Game ist durchgespielt. Aber es gibt da noch ein anderes Spiel, das sich bis jetzt noch keiner getraut hat zu spielen. Bis jetzt. Aber jetzt gibt es die Marke Onmo. Der kreativste Name, aber der Name ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was da drin ist. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Oh, da guckt uns doch hier schon was an. Oh, ich habe sogar zwei gekriegt. Anna, du kannst auch direkt einen Kopf mit rauchen. Also, gucken wir uns das Ganze erstmal an. Wir sehen eine HMD-Verpackung. Da sind die ganzen Warnhinweise, Logos. Hier haben wir einmal die Front-Detail-Ansicht. Probier mal hier. Ja, okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Doch, ich glaube, es hat funktioniert. Haben wir auf. Haben wir auch auf. Unboxing Experience ist schon mal eine 10 von 10. Man muss was tun für sein Gerät. Tada! Und da sind die beiden Babys. Sehen Sie hier den neuen Onmo HMD aus Alu. Also große Hoffnung, dass das hier ein Kalautkiller werden könnte. Weil Nagrani, AO912, alles schön und gut, aber die Hitzeleiteigenschaften von Alu können für viele Leute gewisse Vorteile haben bei einem HMD. Und deswegen ist mir dieses Ding hier von Release her viel wichtiger als der 95.000ste Edelstahl HMD, der relativ ähnlich funktioniert. Auch wenn ich den AO sehr, sehr gerne mag, bin ich gehypter auf dieses Ding hier, weil endlich eine Alternative zum Kalaut kommt. Und das Ding kostet 25 Euro. Und das ist halt schon eine Kampfansage. Das ist also einer der günstigsten HMDs, die man kaufen kann. Und potenziell die einzige Alternative zu einem Kalaut, die es auf dem Markt gibt. Jetzt fällt mir aber gerade ein kleiner Punkt ein, Anna, den wir beide nicht bedacht haben. Theoretisch sollte man so einen HMD nämlich vorher ausbrennen. Leg doch die Kohle rein, bau derzeit den Kopf und mach neue Kohle. Ja, können wir eigentlich machen, oder? Hier seht ihr nochmal in einer etwas anderen Perspektive. So sieht das Ganze aus. Wir haben innen auf jeden Fall Noppen am Start, die verhindern, dass die Kohle von unten ausgeht. Wir sehen rundherum die Löcher, die wir dann auch unten sehen. Und ganz wichtig, wir haben zwar keine Noppen, weil darauf haben die ja ein Patent, also Kalaut. Wir sehen hier aber schöne Balken. Das heißt, ab jetzt neues Lieblingssetup, nicht mehr Noppenkontakt, sondern ab heute brauchen wir ein schönes Balkenkontakt. So ein Ding ist das nämlich. Form finde ich auch ganz cool, sieht anders aus als eigentlich jeder andere HMD. Also mir fällt zumindest kein anderer ein. Da sehen wir auch nochmal das Logo, Onmo die Marke. Das Problem ist, dieser HMD wird erst am 22.02. erscheinen. Das ist nächsten Dienstag. Es gibt eine HMD-Bürste kostenlos dazu mit SWG HMD. Die kostet online, glaube ich, so 4-5 Euro oder sowas. Das ist auch diese geile, also mit dem Holzgriff und den Drahtdingern dran. Die ich auch immer benutze. Aber selbst für die 25 Euro, ob da was dabei ist oder nicht, ist das, glaube ich, schon eine sehr, sehr krasse und sehr, sehr geile Ansage. Info von Onmo, die arbeiten noch an anderen Farben, kann aber noch ein bisschen was dauern. Aber wäre auch geil. Den in Schwarz wäre schon noch sehr nice. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, wann das Ding am Dienstag kommt, dann auf jeden Fall bei mir auf Insta mal vorbeischauen. Hier haben wir einen Oblaco M. Da sitzt er sehr gut drauf. Hervorragend sogar. Ich hätte sogar gedacht, dass es beim Oblaco die größten Probleme geben wird, weil Oblacos halt immer recht unterschiedlich sind. Litlip. Ebenfalls perfekt. Ich kenne keinen HMD, der so gut auf dem Litlip sitzt. Hier haben wir noch einen Alpaca Huacaya in der alten Variante. Und auch da, da ist so ein bisschen... Ja, man kriegt es auf jeden Fall hin. Aber da muss man schon genau hinsetzen. Aber dann sitzt er da auch sehr, sehr gut. Ah, gut. Ohne Tabakkontakt rutscht er dann natürlich irgendwann. Dann haben wir den Shishaya Hyphen. Auch sehr guter Fit. Ja, wenn ich den jetzt kippe, dann wird das natürlich nicht so gut sitzen, aber so sieht man es recht gut. Also der sitzt da auch wunderbar drauf. Und dann hätten wir jetzt hier noch den KS Player. Einer meiner Lieblingsköpfe, wenn es um Preis-Leistung geht. Und auch da sitzt der wunderbar. Also passt auch auf alle Köpfe, wo auch andere HMDs schon bereits drauf passen. Hatte ich den Wandenberg? Hatte ich den? Wandenberg passt auch super. So, Köpfchen wird gebaut. Im Hyphen, kleines bisschen unter den Rand. Bei HMDs mit Noppen oder jetzt auch mit Balken. Also wie zum Beispiel bei dem Onmo. Das heißt, ich werde darauf achten, dass wir jetzt nicht zu hoch bauen, weil ansonsten wäre der Durchzug wahrscheinlich ziemlich RIP. Wir haben hier schon unseren Kiwi-Smoothie drin. Hier kommt jetzt noch ein bisschen der Fuck Your Life Raube Minze. So, das sollte tabakmäßig reichen. Das wird jetzt noch ein kleines bisschen verteilt. Nehmen wir uns jetzt die Stecherseite von unserer Gabelstecher-Kombi und gucken, dass wir das alles so knapp unter den Rand legen und dabei angenehm verteilen, sodass unser Tabak hier gleichmäßig im Köpfchen liegt. Und dann ist unser Köpfchen auch schon fertig gebaut.
So sieht das Ganze aus. Ne, leicht unter den Rand. Wenn der Durchzug nicht so geil sein sollte, wird das wahrscheinlich eher daran liegen, dass ich noch 2-3 Gramm weniger hätte benutzen können. Und fertig ist unser Köpfchen hier. Die mir gerade beim Saubermachen eingefallen ist, wir haben einen Vorteil bei diesem HMD beim Reinigen. Wir haben sogar 2 Vorteile beim Reinigen gegenüber dem Kalaut. Ist deutlich einfacher abzutrocknen, weil in diese Balken unten im Kalaut kommt man nie rein. Da ist bei mir immer feucht, außer man föhnt den oder so, wo ich absolut keinen Bock drauf habe. Und wir haben außen hier noch diese Balken, wo unten die Schrauben drin sitzen, wo man auch immer drumrum wursteln muss. Und beides hast du nicht beim Onmo. Ist natürlich die Frage, wenn der innen so viel flacher ist, bleibt die Kohle trotzdem an. Könnte also der Vorteil beim Reinigen ein Nachteil beim Rauchen werden. Aber geraucht haben wir noch nicht und sauber gemacht habe ich ihn. Und da kann ich sagen, ist einfacher. So, wir gucken uns nochmal an, wie da die frisch angemachte Kohle reinpasst. Wir haben hier 26er Black Coco und diese passt easy 2 und eine noch auf Kipp oben drauf packen, ist auch kein Problem. Und wir könnten auch noch eine vierte auf Kipp oben drauf packen, brauchen wir aber glaube ich nicht. So, was habe ich gesagt? Wann haben wir? 3 Minuten sind glaube ich schon um, ne? Komm, ich ziehe erstmal, bevor ich hier was trinke. Gucken wir, ob da schon was geht. Okay, kommt schon langsam. Durchzug ist gut. Besser, als ich erwartet hätte tatsächlich. Ich habe ja ein bisschen höher gebaut, als ich wollte. Ja. Aber funktioniert. Dass der Durchzug besser ist, könnte beim Onmo natürlich daran liegen, weil von der Auflagefläche her sind die Balken, glaube ich, krasser als die Noppen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, von der Fläche, die dann wirklich den Tabak berührt, haben wir beim Onmo durch die Balken mehr als beim Kalaut mit den Noppen. Ja. Was vielleicht auch geil für den Durchzug ist. So, wir haben 46, sind also 4 Minuten um. Ja, bei mir geht's gut vorwärts. Das wäre jetzt auch schon der Punkt, wo ich meine Kohle runternehmen würde. Erster Eindruck vom HMD war innerhalb von 4 bis 5 Minuten an. Ja. Geschmacklich keinerlei Verfälschung, aber gut, wir haben ihn ja ausgebrannt, da muss das dann natürlich auch so sein. Durchzug besser als ich dachte. Ich glaube, hätte ich mit dem Hyphen so hoch gebaut und einen Kalaut draufgesetzt, wäre der auf jeden Fall schlechter. Und hitzemäßig mit 2 Kohlen gerade absolut on point. Ja. Super smooth, kein Drücken, kein Kratzen, super Wolken. Läuft. Super Geschmack. Mega. Oder, ne? Ja. Also erster Eindruck geil, aber updaten wir euch auf jeden Fall gleich nochmal. Also Real Talk, das ist einer der am besten laufendsten Köpfe, die ich die letzte Woche hatte. Der ist richtig schön vollmundig am Start. So smooth. Ich könnte mich jetzt gerade auch überhaupt nicht beschweren. Ja, also ich kann mich wirklich auch null beschweren. Im Gegenteil. Wo ich gespannt bin, ist, ob gleich noch die Kohle unten ausgeht. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Aber würde sie ausgehen, hätte ich, glaube ich, jetzt nicht so eine Rauchentwicklung und so eine Geschmacksentfaltung. Ja, safe. Die untere Seite in dem HMD ist ja normal, dass die ein bisschen dunkler ist als die Seiten, die oben liegen. Klar, an die kommt natürlich viel mehr Luft dran. Aber erster Eindruck, geil. Neuer Favorit. Muss ich mir wohl am Dienstag noch 5 nachbestellen bei Onmo. Vor allem der Preis ist halt eigentlich unschlagbar. Hätten wir komplett das Ding kurz nach dem Kalaut gehabt, ja, hätte ich mir niemals so viele Kalauts gekauft. Ja. Nie. Das ist so krasse Konkurrenz. Ja. Ich asche mal meine Kohle ab und guck mal, ob die unten irgendwie ausgegangen ist oder so. Aber kann ich mir nicht vorstellen, weil die Wolken, die rauskommen, sind super. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ausgehen sollte. So, ich zeige es euch erstmal so. Man sieht natürlich, dass die ein kleines bisschen dunkler ist als hier. Aber die ist nicht tief schwarz und auf keinen Fall ausgegangen. Ne? Aber es macht sowieso Sinn, mal nach so, weiß ich nicht, 20 Minuten kann man schon mal seine Kohle wenden im HMD. Das ist schon in Ordnung. Auch die andere Kohle, wenn wir uns da mal die Unterseite angucken, ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler geworden, aber nicht komplett ausgegangen oder so. Und das ist ja das Allerwichtigste. Ich habe gesagt, was muss der Onmo erfüllen? Der muss mindestens so gut sein wie der Kalaut. Und ich finde ihn sogar geiler. Vom ersten Eindruck, ist das erste Köpfchen, was ich mit rauche, aber der erste Eindruck ist hervorragend und das bei weniger als der Hälfte vom Geld. Also ich meine, mit Glück findest du auch mal einen Kalaut für 45 Euro. Ja, mit 45 Glück. Und dann bist du immer noch 20 ja. Euro über dem Onmo. Und theoretisch kriegst du nochmal circa 4 Euro Rabatt mit SWG HMD. Klar, du kriegst halt eine Bürste dazu und bezahlst nicht weniger Geld. Und es sind trotzdem 20 Euro weniger. Also schon krass. Du bist ja eher Team Nagrani. Mhm. Glaubst du, der Onmo hätte bei dir eine Chance, dich doch von Alu-HMDs im Vergleich zu Edelstahl-HMDs zu überzeugen? Ja. Echt? Ja. Okay, finde ich krass. Weil das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, eingefleischte Edelstahl-HMD-User werden auch wahrscheinlich lieber bei Edelstahl bleiben. Also, ich würde jetzt nicht meinen Nagrani in die Ecke schmeißen ja. und nur noch den rauchen. Ersteindruck brutal.
Die ganzen Edelstahl-HMDs können für Einsteiger extrem challenging sein, weil du höllisch mit der Hitze aufpassen musst. Wenn du da kurz zu lange die Kohle drauflegst, war es das mit dem Köpfchen. Und bei Alu-HMDs ist die Hitzeweitergabe halt ein bisschen entspannter. Das heißt, du hast mehr Spielraum für Fehler bei einem Alu-HMD gegenüber einem Edelstahl-HMD. Und deswegen habe ich oft trotzdem den Kalaut empfohlen, wo dann halt viele Anfänger gesagt haben, Digga, ich gebe nicht 50 Euro für eine Smokebox aus. Aber jetzt muss man es auch nicht mehr. So. Finales Fazit oder was? Was sagst du? Ich habe absolut keine Beschwerden. Das ist gut. Ja. Ah, das ist dein Fazit? Das ist mein Fazit. Okay, verstehe. Anna sagt, gut. Verarbeitung, Qualität, guter erster Eindruck. Schön verarbeitetes Alu. Klar, es ist Alu, es ist kein Edelstahl. Das heißt, auf Dauer wird das wahrscheinlich eher so aussehen wie meine alten Kalauts und nicht wie ein Nagrani, der halt auf Dauer deutlich schöner aussieht. Preis-Leistung, hervorragend. Also wirklich hervorragend. Einer der geilsten HMDs, die ich bis jetzt probiert habe. Es hat nie gedrückt, es hat nie gekratzt. Die Hitze war immer am Start. Die Kohle ist nicht ausgegangen. Der Durchzug war hervorragend. Die Geschmacksentwicklung war 1 plus mit Sternchen. Also besser kann man sich das nicht wünschen. Und das alles halt für 25 Tacken. Mit Code SWGHMD ändert sich zwar nicht der Preis, aber man kriegt eine Bürste dazu. Ist auch ein nices Ding. Ist top. Ist krass. Ja, heftig. Also ich bin extrem froh, dass wir diesmal nicht einfach nur einen weiteren Edelstahl-HMD bekommen haben, sondern wirklich mal einen Kalautkiller. Ja. Also ein HMD, der mindestens so gut funktioniert wie der Kalaut, aber dabei halt weniger als die Hälfte kostet. Der und Preis das ist krass. Das ist auf jeden Fall der Ersteindruck nach einem Köpfchen mit dem Onmo-HMD.